Ja, moin zusammen. Ich bin gerade mal ein bisschen unterwegs gewesen. Und beim Vorbeifahren habe ich den hier gesehen. Darf nicht im öffentlichen Verkehr bewegt werden, das Auto. Gar nicht mehr so schlecht aus. Ah, ist entwertet. Ich glaube, da werde ich mal nachfragen, ob die den abgeben wollen. Offen ist er auch. Was, ein Diesel? Das wäre natürlich der Hit. Sehe nichts. Mal hier reinfummeln. Könnte ein Diesel sein. Aufsperren. Drehzahlmesser ist auch mal ein guter Indikator. Sehe ich aber nicht. Ersatztür? Nee, doch nicht. Ledersitze. Echt schickes Teil. Gucken, ob ich rausfinde, wem das Ding gehört. So, ich habe wahrhaftig jemanden erwischt, der da wohnt. Sah ein bisschen verlassen aus, das Ganze, aber ja. Ich habe meine Karte da gelassen, der Mann wird sich wohl irgendwann mal melden. Scheint wohl zu funktionieren, das Auto, grundsätzlich. Wir werden sehen, was passiert. Ja, hier noch ein schlimmes Beispiel. Nein, nein, ist nicht meiner, vergiss es. Meinen habe ich verkauft übrigens, mein Cordoba. Hier ein Wartburg, ein Vierzylinder, Viertakter. Was ich mit schlechtem meine, seht ihr wahrscheinlich selbst. Ist eigentlich ein Autohändler, aber nebenberuflich Autovernichter. Vor 6 Jahren habe ich dem Mann ein Angebot gemacht für dieses Auto hier. 600 Euro, ist ein Diesel. 6 Zylinder. Kennt ihr ja aus dem LT. Ja. Nein, ist ein Oldtimer, bla 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 bla. Sieht man, was aus dem Oldtimer geworden ist. Ich würde ihn immer noch nehmen, aber ich habe keine Lust mehr, mit den Menschen zu sprechen. Ja, der wird wahrscheinlich auch unten in dem Nirvana landen. Dieses Fahrzeug ist frisch eingetroffen. Ja, wird wahrscheinlich auch die nächsten 400 Jahre hier stehen bleiben. Der gute Kollege hier tut mir richtig leid. Grüße gehen raus an Sven van Herth, der seinen Audi jetzt gerade durch den TÜV und das H-Kennzeichen gekriegt hat. Oder das Auto von der Bekannten. Ja. Der hier wird wohl bis in alle Ewigkeit hier rumgammeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer der runter hat. Kann ja auch nicht viel sein. Der steht ja auch schon seit 7 Jahren hier. Oder so. Tja. Ja. Wie man sieht, die Dinger stecken schon in der Wiese. Gibt den falschen Leuten Autos und sie werden sie vernichten. Ja, das sieht jetzt im Moment noch ja, ziemlich wild aus. Bin dabei, den langsam auseinanderzunehmen. Ja. Jetzt noch die Seite. Hier oben fehlt auch schon alles. Ne? Sieht man ja, dass er schnell raus und schnell rein kann, der Motor. Der Kollege hat im Moment noch die Hebebühne voll. Das mache ich auf der Hebebühne, sonst wird das nichts. Ja, grundsätzlich habe ich einen Motorkran da, ja klar, aber der Volvo steht gerade nicht fahrbereit in der Werkstatt. Wegen der Lichtmaschine, / Generator, ja, ich weiß. Da hat sich doch schon einer gedacht, los, jetzt sage ich Generator. Ja. Egal,
Auf jeden Fall. Ja, Schlepphebel habe ich schon mal rausgenommen. Die kann man schon mal nochmal gebrauchen. Mit den Hydrostößeln. Ja, Ventile. Ich mal durchgeguckt. Man hört's. Die laufen gut, ne? Die hört man den Unterschied, ne? Wenn man die alle durchklopft, hört man, dass da schon einige platt sind. Und von der Höhe her müssen wir uns auch nicht unterhalten, ne? Wenn man sich die Höhe mal so anguckt, ne? Die beiden stehen auf jeden Fall schon mal tiefer. Die stehen wieder ganz hoch. Das geht, das geht. Platt, das geht. Das geht. Ja, und hier unten ist es auch nicht anders, ne? Das hat ordentlich geknallt im Motor. Ja, die hier zum Beispiel hängen komplett. Ja, wir werden sehen. Ja, der Dschungel ist schon wieder ganz gut gewachsen. Da ist eine Hornisse, die ständig hier rumsummen muss. Zwei Hornissen. Ja, ist ja gut. Ich will gar nichts von dir. Will man die einmal filmen, weißt Gras wächst auch über die ganze Sache. Wie man sieht, der Seat Cordoba ist weg. Der Astra ist weg. Die habe ich beide verkauft. Ja, 86C. Ich weiß, da wartet jemand drauf. Ich habe im Moment richtig Probleme, Teile zu kriegen, beziehungsweise noch so einiges andere Sachen. Ja, deswegen parkt er hier. Wird ja nicht schlecht, ne? Aber ich habe gerade richtig Probleme, Neuteile, ne? Also nicht Gebrauchteile. Gebrauchteile hätte ich an alle Ecken und Enden kriegen können, aber Thema Bremsen. Zum Beispiel vernünftige Ware beim Polo. Da kaufst du manchmal wirklich richtig übles Zeug, wenn du da keine Markenware kaufst. Gerade bei dem Baujahr ist da ziemlich viel Schund unterwegs. Womit nichts nicht dran zu kommen. Überhaupt nicht. Zwei, drei Motorteile, Zahnriemensatz für den Motor. Kriege ich gerade nicht. Ja. Ja, Motor läuft nach wie vor gut. Da drüben kann ich im Moment auch nicht weitermachen, weil ich kriege für mein Scheißgerät auch keine Ersatzteile. Im Moment nervt das gerade ein bisschen. Ja, der hier, ja, der kriegt jetzt einen neuen Zahnriemen und dann kann der eigentlich weg. An den erinnert euch, ne? Der Hübsche. Ja, der kriegt einen neuen Zahnriemen und dann geht's weiter. Ja, das Problem ist bei den Polo 86C, für die hier kriege ich jedes Ersatzteil als vernünftigen Nachbau, ne? Ich kriege eine vernünftige Bremsanlage für wenig Geld, kein Ding. Kriege ich. Mit guter Qualität. Da ist eine unglaubliche Masse an Fälschungen unterwegs. Du kannst da wirklich nur Originalersatzteile kaufen, ansonsten. Ich will den Wagen ja abgeben, ne? Der ist verkauft. Fertig dann, ne? Mit TÜV. Ich kann keine Leute, wenn ich selber für mich so ein Auto repariere und ich merke, okay, die Bremse taucht nichts, dann baue ich eine neue ein, ne? Hier ist genug Platz. Das interessiert hier kein Schwein, ne? Aber wenn ich den abgebe, kommt da Originalkrempel rein. Ja, komme ich gerade nicht dran. Ja. Ist gerade etwas lästig, muss ich sagen. Mit diversen. Ja, ich weiß nicht, ob das alles in Russland, in der Ukraine oder weiß der Teufel, gebaut wird. Naja. Ja, der Mercedes geht nochmal zum TÜV. Da war noch was mit Qualmen. Ja, das ist ein ehemaliger Pferdehänger, den baue ich jetzt gerade um. Der war abgebrannt. Den haben wir geschenkt gekriegt. Das sind 2 Tonner. Musste alles runter. Der war wirklich abgebrannt. Der war mit der Reifen da vorne.
Da sieht man es noch. Ja. Den hatten die eigentlich gerade zum Tool fertig gemacht. Dann hatten die Heu hinten drin. Für Tiere, Pferde. Naheliegend bei einem Pferdehänger. Und irgendein Experte meinte, er müsste das Heu auf dem Hänger anzünden. Ja, und ich habe das ganze Wrack dann geschenkt gekriegt und baue mir jetzt einfach einen Kastenanhänger draus. Ne? Aber wie gesagt, das ganze verbrannte Zeug musste erstmal runter. Reifen kann ich wahrscheinlich auch wegschmeißen. Sieht man ja, die sind richtig heiß geworden, obwohl die gehen eigentlich hier. Ja. Ja, das wird ein Hänger mit Rampe und so weiter. Da muss ich aber auch noch einiges dran arbeiten. Aber 2 Tonnen Nutzlast ist natürlich richtig gut. Ne? Für unsere Zwecke hier Holz holen etc. Baustoffe holen. Perfekt. Ja, wo ist das? Autotrailer parkt schön, idyllisch. Ist übrigens, weil mal einer gefragt hat, ist ein Pole. Ja, wurde hier unter Velco verkauft, also der Name Velco. Ist aber ein polnisches Gerät, wurde nur für Transportunternehmen und Vermietstationen gebaut oder ausgeliefert. Wir haben den von Hanse Trail. Mhm. Der hatte vorne eine Beschädigung an der Deichsel. Und dann gab es den für 1.000er, Baujahr 2016. Ne? Ja. So schnell war ich noch nie unterwegs und habe noch was geholt. Ja, läuft, würde ich sagen. Wa? Hm. Irgendwo läuft hier ein Sprengler. Nicht, dass ich da reinrenne. Ja. Da. Ja, die nasse Wand ist durchaus beabsichtigt. Die Insekten kriegen hier im Moment wirklich nichts. Ne? Da können sie sich da hinsetzen und können ein bisschen was trinken. Da ist auch einiges los. Jetzt nicht mehr so, aber als die Sonne noch geschienen hat, saßen da richtig viele Bienen und haben sich das von der Mauer runter geputzt, das Wasser. Muss man echt dran denken. Ne? Wir müssen hier auch irgendwo an die Bestäubung denken, vor allen Dingen. Ja, wir brauchen unsere Hummeln hier. Hm? Aber Insektenschwund haben wir hier nicht. Schreien ja immer diejenigen, die ihre Gärten versiegeln, dass es so wenig Vögel und Insekten gibt. Ja, warum bloß? Ja, Spinat ist auch unterwegs. Ich freue mich schon auf die erste Spinatpizza. Ich bin innerlich schon am Knoblauch schälen. Schon nicht schlecht, aber Unkrautierten muss man langsam mal, sonst ist das nicht mehr zu finden. Mit den Grillen hört sich das toll an. Ja, das hat schon was. Ja, Paletten. 4-Euro-Paletten, ich glaube 3-Euro-Paletten und eine andere, die ist etwas größer. Zack, war das Hochbeet fertig. Hm? Sieht nicht schlecht aus. Ja. Tomaten sind auch geplant. Da vorne wächst ein Blumenkohl, das gelbe da. Rosenkohl, verdammt. Ja. Ja. Das hat was. Ja, Gegend haben wir hier genug. Wir haben auch schon unser Outdoor-Wohnzimmer fertig. Also von daher, wir sind jetzt nur noch draußen. Ja, zum Jetta. Ja, ich hatte ja der Mutter von dem weiß ich nicht, was ich dir nennen soll, eine Rechnung geschrieben. Offensichtlich ist sie genauso verantwortungsbewusst für ihr Sohn. Irgendwoher muss er das ja haben, ne? Das war übrigens ein Versagen. Interessiert sie nicht. Die nimmt auch keinen Kontakt auf, ne? Ich sag ja,
irgendwoher kommen solche Kinder, ne? Wenn man nicht in der Lage ist, Kinder zu erziehen, dann entstehen solche Kinder. Und wenn man selber schon einen entsprechenden Charakter vorweist, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Kinder genauso werden. Ja. Sie möchte also nicht bezahlen. Sie möchte sich auch nicht melden. Sie möchte von der ganzen Sache nichts wissen. Ja. Gerichtlicher Mahnbescheid hilft. Es sind ja immer diese Hobbyjuristen, die meinen, die müssen die Klappe aufreißen, wenn irgendwelche Leute solche Rechnungen bekommen. Ja, musst du nicht, weil und wegen und weil der hat Füße und deswegen musst du nicht bezahlen. Und ganz ehrlich, Juristen studieren, um sowas zu wissen. Hm? Man muss sich nicht irgendein Küchentischfinanzexperte, der selber nichts mit Geld anfangen kann, nicht ja, als Berater hinsetzen. Ja. Also wie gesagt, die Frau kannst du eigentlich in die Tonne treten. Ne? Also die ist hier eigentlich auch schon bekannt als komplett realitätsfremd und nicht ganz sauber. Ja. Versucht auch alles und jeden in den Knast zu bringen. Mit Falschaussagen und so weiter. Ja, der steht im Moment ein bisschen still hier. Wir brauchen ihn gerade nicht. Schade eigentlich. Aber mit den Spritpreisen, ne? Er nimmt sich natürlich mehr, klar, als der Lupo. Deshalb ist der Lupo auch gerade echt ein Segen. Und wenn man so viel Auto gerade nicht braucht, dann bleibt das halt stehen, ne? Ja. Miste gerade Gartengeräte aus, wenn einer auch nur eine Motorhacke braucht. Die läuft grundsätzlich. Da ist ein Kater. Was denn? Warum? Aber warum? Der spricht mit allen, das ist kein Scherz. Ja, ja. Das ist ein netter Kater. Ja, gerade ein bisschen Gartengeräte aussortieren. Mal gucken, was davon noch vernünftig läuft. Das ist doch teilweise vom Vorbesitzer und weiß der Geier wie alt. Ja, da steht auch noch ein Rasentraktor und so ein Scheiß. Ja, mal gucken. Mal bei eBay klein einsetzen. Wenn nicht ganz behämmerte Leute vorbeikommen, dann gibt es sowas für einen schmalen Kurs. Hauptsache der Krempel kommt hier weg. Ja. Ja. Der grüne Dschungel ist wieder da. Nein, hier wird kein Rasen gemäht. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, die grüßt nie. Das ist ein sogenannter Schneeball übrigens. Sieht toll aus, wiegt aber nicht. Ganz im Gegensatz zum Flieder. Schade eigentlich. So. Wir werden in Zukunft also auch keine Probleme haben mit Weizen. Also die komplette grüne Fläche, Moment, da, die komplette grüne Fläche da hinten, alles Weizen. Ne? Also keine Panik schieben, wir arbeiten dran. Raps haben wir auch, ich glaube, weiß der Teufel, wie viel Hektar. Wenn du hier durch die Gegend fährst und die Sonne scheint und du guckst nach rechts und links, da hinten wird es irgendwann gelb. Warte mal. Ja, seht ihr da hinten? Da wird's gelb, ne? Also, keine Panik, Rapsöl kommt. Wenn es den Bauern nicht wieder verboten wird, weil die irgendwelche Flächen brach liegen lassen sollen. Ja, heute gibt's einfach mal ein Video ohne einen Schraubenschlüssel in der Hand. Ich habe da einfach Lust zu. Ja. Naja, wie gesagt, wird dran gearbeitet. Ist ordentlich Getreide unterwegs. Dieses Jahr kein Mais, von wegen Biogasanlage etc. Aber ist vielleicht auch sinnvoll, ne? Wenn das mit der Ukraine alles wegbricht, wäre das nicht schlecht. Ja. Ich versuche das hier alles immer so zu schneiden, dass wir hier so einen kleinen grünen Tunnel hinkriegen. Geht langsam los. Also
funktioniert langsam. Wenn das Auto hier in den Tunnel stellt sozusagen, wird es auch von der Sonne nicht gebacken. Das ist ja praktisch. Ja, im Sommer ist das hier das Paradies. Im Winter kannst du echt tot über den Zaun hängen. Ist echt nervig manchmal, aber im Sommer ist das fantastisch. Und der Kater erzählt dem Garten immer noch was. Was denn? Möchtest du noch Tschüss sagen? Tschüss. Ja. Ja, hier gehen auch noch ein paar Autos weg. Der Renault geht jetzt endgültig weg. Und dieser Land Rover endlich. Zum Kotzen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Jetzt kriegen wir den wahrscheinlich auch raus. Ich guck mal, dass ich mit dem Teleskopstapler das Ding hier rauskriege. Der ist komplett blockiert, habt ihr ja gesehen. Mit Ziehen ist da nicht mehr viel. Mit zwei Land Rovern vielleicht, okay, ja. Haben wir da, aber muss den ja auch noch auf den Hänger kriegen, ne? Und wenn er nicht rollt, ja, viel Spaß. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich kann den jetzt hier mit dem Teleskopstapler aufladen. Aber was mache ich bei der Frau? Wie kriege ich den da wieder vom Trailer runter? Ja, das ist die nächste Frage. Fragen über Fragen. Ach so, ja, Ersatzteile, ne? Im Moment echt problematisch. Echt problematisch, gerade was Originalteile angeht. Haben wir gerade echt Ärger. Mal gucken, dass wir nach Alternativen suchen. Alles, was aus Großbritannien kommt, klar, da hängt der Zoll zwischen. Für die Land Rover, okay, geht aber noch. Ist ein bisschen teurer geworden. Macht aber nichts. Ich kriege immer noch einen kompletten Satz Bremsen mit Belegen, mit allem drum und dran. Für unter 200 Euro für das Auto. Also von daher, ja. Der sollte auch im Wald arbeiten. Haben sie keinen Sprit für. Ne? Die haben jetzt einfach die Bäume stehen lassen. Ja. Ja. So läuft das hier gerade. Tja. Ja, dann würde ich sagen, schnacken nicht mehr lange. Sonnenuntergang ist heute nicht ganz so hübsch. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Heute nochmal so ein bisschen Zwischendurch-Video. Bis zum nächsten Mal.